Ein Freund, guten Tag, hallo. Ich grüße euch alle herzlich hier zur 1 vs. 1 Kampagne zwischen mir und dem Nachtstab. Das war der Versprecher schon am ersten Zug. Und ja, jetzt habe ich mal ein bisschen was Aufregenderes erzählt. Ich spiele hier mit dem Nachtstab und ja, mehr hat es So, ja schon erwähnt gehabt. kennen wir Und ja schon mittlerweile, ne? ja, den Lappen. Ja, der Lappen, der erfolgreicher ist als du. Du hast doch die einfachere Nation. Das Fick hat dich. da nicht direkt was zu tun. Ja, komm, mach ready. Ja. Ein kleines Mädchen, du. Oder hast du noch was vor? Ich habe nichts weiteres vor. Bist jetzt dran. Top. Siedlung ausgeraubt, Krankheit. Rebellion bevorstehen. Nice. Noch eine Rebellion, noch eine Rebellion, noch eine Rebellion, noch eine Rebellion. Alter! Wieso hast du so hohe Unzufriedenheit? Verwüstung. Au. Okay, das war dann doch nicht so gut. Beweg dich mal nach da. Das wird die nächsten Runden etwas schmerzhaft werden für mich. So. Ermöglicht den Bau von das. Legio ersetzt Kohorte. Achso, nee, dann muss ich Geld bezahlen, ne? Ja, es ist aber optional. Was, das Geld zahlen? Das Aufwerten kostet ja Geld. Oder meinst du das, die Technologie? Die Technologie. Ja, die Technologie kostet 2500, die militärische Standardisierung. Wohlstand aus Kulturgebäuden. Bin schon fast geneigt, das doch zu wieder zu investieren, aber Rekrutierungskosten. Ich würde am liebsten die dauerhaften Kosten senken. Okay, das habe ich auch eigentlich gerade getan. Alles klar. Wohlstand aus Kultur. Nehme ich das. Na, nehme ich mal Wohlstand aus Kultur. Habe ich wesentlich mehr von. So. Was hast du jetzt hier abgebrannt? Ein Pier und Dingens, okay. Dann wir geben uns mal zur Grenze. In der nächsten Runde gehst du dann mal angreifen. Wollen wir Oh, uns aber. West in der Offensive. Ja. Schauen wir noch vorher zwei Kombinatenses-Speerträger. Und dann geht's los. Palmer, hör. Ich bin sogar jetzt am Überlegen, wirklich jetzt hier diese Inseldinger da abzureißen. Das, was du sagtest. Problem ist einfach nur, dass die Fruchtbarkeit sehr reich ist, ne? Obwohl, nee, Ja. ich kann das nicht einfach abreißen, weil dieser Verwüstungsfaktor, den ich überall jetzt die Unruhe einbringt, ne? Das resultiert daraus. Mit uns anderen, deswegen musst du ja mit Priestern das versuchen auszugleichen. Ja. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich überhaupt Agenten rekrutieren kann. Ah, ich kann hier Spione. Na, Spione bringen mir nichts, ne? Dass ich wüsste. Priester, okay. List. Religiöser Einfluss, das ist schon mal gut. Und Steuersatz ist auch gut. Komm, holen wir uns lieber erstmal den mit dem religiösen Einfluss. Religiöse Differenzen. Habe ich das auch hier? Religiöse Differenzen in Rom. Wieso hast du religiöse Differenzen? Wo kann ich denn das denn einsehen?
Okay, da. So, jetzt habe ich zwei Priester schon mal. Du rebellierst nicht demnächst? Doch, du rebellierst auch. Bist aber auf öffentliche Ordnung schon getrimmt und ich kann nichts machen. Nice. Haben wir noch ein paar Speerkämpfer. So. Yeah, ich bin jetzt auch noch in der Gegenoffensive gegen die soeben. Okay, kann sie aber diese Runde leider nicht erreichen. Das ist natürlich schlecht. Ja, Gegenoffensive jetzt schon gescheitert. Ja, wieso? Du hast sie da gut eingekesselt, ne? Ja, ja. Das auf jeden Fall. Okay, hier rebelliert's nächste Runde. Hier rebelliert's auch nächste Runde. Hier nicht. Lyria. Oh, die haben die Provinz wieder oben aufgebaut. Top. Hm. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ich das denn jetzt? Spione. Wofür kann ich einen Spion? Ja, Spione. Hm. Einheiten Erfahrung für Geschossrekruten. Begleitarmee. Hm. Weiß nicht. Weißt du, wo ich Streiter herbekomme? Nö, weiß ich nicht. Ah, okay. Ich jetzt schon, aber dafür brauche ich noch eine Technologie. Recht schaffen. Okay, das bin ich jetzt gerade erst noch am Tacken. Alles Klärchen. So, jetzt habe ich schon das gesichert. Achso, ich hab kein Geld mehr. Reparieren, reparieren, reparieren. Ah ne, das ist jetzt abreißen wieder mal. Ja. Das ist alles bitter. Die Gauten, die wollen nicht handeln. Die Makromanen sowieso nicht. Und die... Ich hab doch die Alelanen entdeckt. Die natürlich auch noch... Alter, wie viele Horden gibt es hier? What the fuck? Na, die Hunden sind ordentlich am Arbeiten. Ja, wenn das nur die Hunden wären. Ich glaube, das sind mehr bestimmt. Oh, das ist top. Wo bist du denn stationiert? Flavius Ectitanus? Bist du das? Ja, das ist der. Alles klar.
Der ist super. Der macht mir jetzt 5 Zufriedenheit sogar in der Provinz mehr. Yay! Ja, eine Provinz, die nicht rebelliert. Von 6 oder beziehungsweise ich habe 6 Provinzen, die gleich rebellieren. Aber vielleicht habe ich ja jetzt bald das Soeben-Problem erledigt. Ja. Die Quaden rücken vor. Ich muss dich mal kurz um, also ich muss mal kurz Beistand erbitten. Warum? Weil ich Krieg erklärt bekommen habe. Von wem? Von den Axum. Und warum musst du meinen Beistand erbitten? Weil meine Verbündeten da auch dabei sind? Nee, deine Vasallen sind immer dabei. Achso, na gut, sie sind eben Süden, also juckt das nicht. Nee, nicht wirklich. Also, der Feind, der macht's jetzt auch nicht mehr. Was machen die Nomaden jetzt? Ich glaube, das kann ich hier Auto machen, weil das ist noch ein fluxloser Posten. Da kann man hier nichts reißen. Die überrennen ein. Ach, die Nomaden greifen dich an? Okay. Ja. Ting. Klatsch. Ja, selbst wenn es hoffnungslos ist, ne, du machst halt relativ viele Verluste. Ja, ging. Also der hat halt. Also diese paar Verluste hätte ich mir auch schenken können, ehrlich gesagt. Muss selber wissen. Die Lyra. Hab ich wieder Hunger. Ey, ich hab keine Schlacht gehabt! Ich bin entsetzt. Ich bin ganz ehrlich am Überlegen, Salona den Roxolan zu geben. Sollen wir mal kurz gucken? Einfach alles abgeben. Sollen die das Land doch haben? Ich will's nicht. Ach, what the fuck. 1, 2, 3 Rebellionsarmeen da schon mal. 4. Rebellionsarmee. 5. Rebellionsarmee. Fünf? Sechs, sieben. 8. 8 Rebellen. Britannische Rebellen. Galdische Rebellen. Galdische Rebellen. Hispanische. Afrikanische. Naja. Jetzt gebe ich hier diese eine Provinz auf, weil die kostet mich halt nur Unzufriedenheit. Sie kostet dich Unzufriedenheit. Ja. Sie kostet dich nicht Zufriedenheit? Nein, sie kostet dich Unzufriedenheit. Dann ist es doch perfekt. Ja, indirekt, aber die andere Stadt gebe ich jetzt auch erstmal auf, weil ich krieg zwar aus der Gold, aber nicht so viel, und so kann ich die auch erstmal aufgeben. Dann sollen sie erstmal zu Alexandria kommen, das kann ich besser verteidigen. Ach, da unten? Mhm. Ich weiß halt nicht, ne? Was hast du denn da für Truppen? Also du hast da jetzt halt 4 Truppen und das ist nur eine Armee. Du kannst halt, hättest du beide Schlachten jetzt geführt, dann wäre die Armee so gut wie am Ende gewesen. Naja, die Armee, weißt du, das ist alles voll mit Kamelkriegen. Du hast eben gerade gesehen, was die machen können. Ja, nicht viel. Die haben selbst seine Eliminatei, also seine Kompetenzgrenze waren niedergewalzt. Also der hatte ja 2 Armeen, der hatte eine relativ große da. Und was du da hattest, war ja eine Seestreitmacht. Der war ja alles zu Land. Da hätte ich nicht viel machen können. Ach, das meinst du? Ja, der hatte aber doch total viele Verluste gegen eine Speerträgereinheit. Ja, aber ich meine, bei dir war es ja so, dass er zum Beispiel nur Kavallerie gegen dich hatte. Bei mir kam er mit seiner gesamten Armee.
Ja, ich hätte gesagt, ich hätte es probiert, aber es ist ja deine Entscheidung. Ich nicht unbedingt. Das wäre nicht so gut ausgegangen. Ich bin jetzt begeistert. Ich mache jetzt die soeben fertig und dann habe ich einen Feind. Oder ich hoffe, dass ich ihn überhaupt jetzt bekomme. Einen Feind endlich niedergestreckt. Der hat sich nämlich auch schon gut erholt, aber es geht. Runde beenden. So. Lavius, also der hat auch jetzt, ja. Kann ich das niedermachen? Kann ich das niedermachen? Ah, die Quaden haben aber auch gut an Stärke verloren. Die kamen sich noch nicht so. Naja. Du bist dran. Ja, Rebellion. Was? Uneheliche Geburt, interessiert mich nicht, Schwindsucht. Rebellion bevorstehend. Top. Oh, pff. Was soll ich sagen? Ebdani. So. Ja, ihr müsst erstmal hier auffüllen, die Männer. Puh. Denk daran, nicht ganz so lang, ne? Ja. Was nicht. Mach egal. Ich habe jetzt ganz viele Autogefechte auch. Zack. Ich musste wenigstens eine Rebellion mal vernichten. Scheinbar ist, bist du gerade dabei, dabei, dein Reich zu stabilisieren. Ja, schön, aber du kannst, dein Versuch eigentlich zu expandieren geht deswegen nicht, weil du die ganze Zeit dein Recht versuchst, um uns zu stabilisieren. Also ich habe eine. Das, ich mache die großen Schlachten mache ich jetzt nicht. Die mache ich in der nächsten Folge, ne? Den komme ich nicht hinterher. Was ist denn das für eine Scheiße? Toll. Der verkriecht sich hier in die Berge bei mir. Da komme ich nicht hinterher. So. Da kann ich nichts niedermachen. Nach hier verteidigen wir. Nein, du sollst nicht zu Wasser sein. Vor Ort Herbern einbeziehen. Oh, ich kann vandalische Truppen mir holen. Germanische Kriegsbande. Ich glaube, die hole ich mir sogar. Wirft mich, das ist das einzige Problem, was ich jetzt gerade habe. Das wird mich jetzt eine riesen Nahrungskatastrophe, also das wird eine riesen Nahrungsmittelkatastrophe über mein Reich erstmal einbringen. Weil das doch unten sind halt eben die fruchtbarsten Provinzen, ne? Aber das ist halt eben so, da kann ich nichts dran ändern. Ja, ich weiß, das ist immer bitter. Mein Volk hört euch zu. Vergeudet eure Worte nicht. Wir haben Besseres verdient. Ach, So. Hunnen. Hunnen? Wo sind die Hunnen? Nein! Komm. Ja, stimmt, darum habe ich die Roxolanen noch.
Ich will das nicht. Die sollen wegbleiben. Ja, da kann man halt nichts dran ändern. Das ist das Problem daran. Aber ich finde immer noch die Aktion am besten mit den Sueben. Ich habe einfach dir den Krieg erklärt. Einfach so. Wir laufen erst durch dein Land, tun nichts, du denkst so, sind vielleicht zukünftige Freunde und dann BÄM! In your face. Und plündern deine Städte durch. Ah, ich weiß. Gut, das habe ich jetzt, das habe ich jetzt. Also jetzt habe ich theoretisch... Ach, warte, hier haben wir noch was, ja. Welcher Spasti warst du? Religiöser Einfluss? Und du warst Steuern, okay. Wir müssen uns, glaube ich, darüber sogar im Klaren sein, dass wir vielleicht unsere Runden aufteilen. Einmal Entscheidungsrunde, wie unsere nächsten Entscheidungen aussehen, und dann Durchführungsrunde. Okay. Hey, meine, guck mal, die werden jetzt immer länger, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Ja gut, ich mache jetzt auf jeden Fall in der nächsten Folge eine Schlacht. Ja. Soll ich noch dazu sagen? Ja, eine Schlacht. Ne? Jo. Ich versuche jetzt noch was kurz noch zu reparieren und dann haben wir halt Reparatur. Damit ich halt nicht so viele Rebellionen vielleicht doch habe. What the fuck, 1200 Reparatur. Boah. Wir sollen das bezahlen. Und nächste Runde kriege ich so wenig Geld. Das ist mies. Das ist mies. Ach, ich habe jetzt immer noch was vergessen zu machen. Die Roxolan, du bist doch mein Freund, ne? Abergläubisch. Gerissen. Die wollen mich ja nicht... das ist doof. Zugang... Nicht Angriffspakt. Wollen sie auch nicht. Fuba. Alles klar. Die wollten keinen Frieden. Ich könnte versuchen, mit den Quaden, glaube ich, mal Frieden zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Lass mich euch reden hören. Ich warne euch. Kriecherei und Nettigkeiten bekommen mir nicht gut. Dann nicht. Die Franken? Ich bin sicher. Ihr habt viele Nettigkeiten für mich, aber bitte lasst das. Sprecht von Fleisch. Funktioniert auch nicht. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge noch die Schlacht führen gegen die Maori. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freue mich auf die nächste Folge. Oder hast du noch was zu sagen? Ich hätte nichts zu melden diesmal. Gut, bis dann. Ciao.